So, das müssen wir noch. Ja. Kameraeinstellung, Automatik. Ja. Und Graufilter an. So. Ganz in Grau. Ja, so ist es. Los geht's. Nach dem Intro. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Nachdem ich eine Mail bekommen habe, wann es wieder weitergeht mit irgendwelchen Videos, muss ich das natürlich machen, ganz klar. Habe aber momentan auch noch, ich tanze momentan auf zwei Hochzeiten. Einige sind es drei oder vier. Dementsprechend, es wird demnächst ein Video kommen, ein kleines, mit einer Information. Was möchte ich heute besprechen? Und zwar bin ich am Samstag mit meinem Auto im strömenden Regen von mir zu Hause nach Amberg gefahren zum Einkaufen. Bloß schnell die Lenkradheizung anmachen. Und neben der Autobahn fahre ich da so gemütlich, so eine enge Straße durch den Wald durch, und auf einmal werden wir ausgebremst durch Forstarbeiten. Da sind ganz arme ja, Forstarbeiter, die dann so den Straßenrand quasi die Bäume bearbeiten, die Äste runterschneiden, dass nichts auf die Straße fällt. Und das machen die schon die ganze Woche. Da fahre ich schon die ganze Zeit hin und her. Und beim ersten Mal, wie ich so fahre, ja, Montag nichts, Dienstag auch nichts, Mittwoch, denke ich mir schon, also, der schaut aber komisch. Bin ich vielleicht schnell durchgefahren, weil der Zone 60 ist, und dachte ich, na, zu schnell war ich nicht, aber naja, weiß man nicht. Und am Donnerstag war es dann auch so, dann hat er auch wieder geschaut. Freitag habe ich frei gehabt, weil ich Stunden abbauen muss. Und am Samstag bin ich mit meiner Frau dann wieder da rumgefahren, und dann waren die wieder da. Geringert hat es Hunde und Katzen, kann ich euch sagen. So, und dann auf einmal, ja, das ist dann so ein kleiner Bagger so da gestanden mitten im Weg, da habe ich anhalten müssen. Und dann deutet der eine Arbeiter zum anderen so hin und zeigt so. Und auf einmal kommen es alle zwei auf mich zu. Und ich dachte, fuck, irgendwas habe ich jetzt gemacht. Und ich wollte schon zumachen und meine Frau vorschicken. Ja, dann habe ich das Fenster so runter gemacht. Und dann sagt der: Servus, Entschuldigung, ist das ein Hybrid oder ist der voll elektrisch? Dann sage ich: Das ist ein voll elektrischer. Aha, cool. Ah, wie weit kommst du denn da? So die Fragen. Weil er fährt den gleichen als Verbrenner und er ist so zufrieden, er möchte sich den, also er möchte keinen anderen mehr. Er möchte nur noch einen Kia haben. Und dann der Soul, weil er von der Größe her für ihn perfekt ist. Was hat der gekostet und so weiter. Und dann sind wir ein wenig draufgekommen und haben gesagt, ja, den gibt es ja gebraucht mittlerweile auch schon. Jetzt habe ich mir dann gedacht, ne, nachdem ich schon mal ein oder zwei Mails bekommen habe, ich möchte mir einen Soul EV gebraucht kaufen, also dieses Modell. Auf was muss ich denn achten? Gibt es da Spezialwissen, das man braucht? Und da ich kein Gebrauchtwagenhändler bin, sondern nur ein ganz normaler Auto-User, kann ich eigentlich nur das raten, was ich jetzt im Endeffekt auch machen würde. Und zwar, wenn ich mir ein gebrauchtes E-Auto suche, speziell jetzt ein EV, also ein Soul EV, dann gibt es natürlich schon Sachen, auf die man achten soll. Speziell ist mir jetzt nichts bekannt, dass das Auto irgendwelche technischen Mängel hat, so Schwachstellen. Gibt immer mal, ich habe ein bisschen im Internet so rumgelesen, ja, beim anderen klappert da vorne was und beim anderen klappert da hinten was, und der hat schon irgendwelche Achsaufhängungen gebraucht und der andere eben, keine Ahnung, irgendwelche Elektronikteile. Mir selber ist jetzt nichts aufgefallen, dass speziell jetzt beim Soul EV irgendwelche Probleme gibt.
Aber es gibt natürlich Sachen, auf die man von Haus aus achten sollte bei so einem Auto. Ich habe jetzt einmal geschaut in so Internet, mobile.de, Autoscout und so weiter. Habe ich jetzt mal geschaut und da gibt es das Auto, so 2 Jahre alt, zwischen 40.000 und 80.000 Kilometer drauf, zwischen grob 15.000 und 20.000 Euro. Natürlich gibt es Ausreißer nach unten, da steht einer drin für 8.000, keine Ahnung warum. Dann stehen aber welche drin, die kosten nur 25.000. Also es ist alles ein bisschen so, Polizei, aber nicht für mich, okay. Also so um die 15 bis 20 kann man grob rechnen bei zwischen 40.000 und 80.000 Kilometer. Auf was muss man achten? Im Endeffekt das Wichtigste für mich wäre, dass das Auto definitiv alle Inspektionen gemacht hat. Dass da alles eingetragen ist. Denn das Auto hat ja, Kia hat ja 7 Jahre Garantie. In dem Fall auf Auto und Batterie. Oder 150.000 Kilometer. Das heißt, selbst wenn man sich einen mit 80.000 kauft, hat man noch genug Zeit und genug Kilometer, dass man diese Garantie eigentlich kaum ausschöpfen kann. Warum? Es ist eigentlich so, wenn man die Garantie verpasst oder eine Inspektion in der Garantiezeit nicht gemacht ist, ist es halt so, dass die Garantie verfallen kann. Muss nicht unbedingt, aber wenn Sie sich ein bisschen auf stur stellen, ist die Garantie weg. Das heißt, wenn was wäre mit dem Auto, hat man ein Problem. Es muss ja nicht sein, dass irgendwas am Akku ist, aber es könnte natürlich sein, dass der Akku defekt ist oder Teile vom Akku und dann wird das natürlich nicht gezahlt. Das wäre blöd. Dann sollte man, wenn man es von einem Händler kauft, sollte man eigentlich den Akku auslesen. Wie viel Kapazität, Restkapazität hat er noch, weil er verliert ja mit der Zeit ein bisschen. Und es ist ja so, dass je älter das er ist, je mehr Kilometer das er hat, je mehr Schnellladungen der hinter sich hat, einfach auch die Kapazität nachlässt. Und dementsprechend möchte man das natürlich wissen, wenn man ein Auto kauft. Also auch gebraucht kann man ja dann zum Kia-Händler fahren und sagen, lest mir mal bitte die Batterie aus und sagt mir dieses SOC, State of Charge heißt es, glaube ich. Und da wird im Endeffekt die Kapazität ausgelesen und die wird angegeben in Prozent. Und da habe ich ein paar gesehen, 4 Jahre alt, 3 Jahre alt, 2 Jahre alt, 40.000, 45.000 Kilometer und die haben noch immerhin 96,5% gehabt. Das heißt, 96,5% von der damaligen 100% Kapazität haben die noch übrig. Also haben die in dem Fall 3,5% verloren. Und 3,5% sind so und so viele Kilometer. Also kann man locker damit leben. Aber das wäre halt gut, wenn das ausgelesen wird, wenn man sich so ein Auto kauft. Ist es unbedingt nötig? Ich sage jetzt mal nein. Nötig wäre es nicht. Aber für mich wäre es aber schon auch eine Preisfrage, weil wenn es ausgelesen ist, dann habe ich trotzdem mehr Sicherheit und dann würde ich auch ein bisschen mehr zahlen für das Auto, wenn es ausgelesen wird. Wenn es nicht ausgelesen wird, könnte ich natürlich noch mal ein bisschen am Preis feilen. Ich bin kein Gebrauchtwagenhändler, ich bin kein Date, wie der auf, was ist das, RTL 2 oder so, dieser wahnsinnig nervige Typ, den ich sofort immer wegschalte, wenn ich den sehe. Und dementsprechend habe ich jetzt überhaupt keine großen Ratschläge für euch, weil die Erfahrung, die ich habe mit dem Auto, ist durchweg von vorn bis hinten positiv. Ich habe natürlich auch ein Video gemacht, da habe ich die Sachen, die mir gefallen, die positiv sind und die negativ sind, aber die negativen sind für mich jetzt überhaupt nicht relevant, dass ich mir das Auto deswegen nicht nochmal kaufen würde.
Schademo ist dabei, ja. Da habe ich das letzte Mal ein Video gemacht, dass Schademo aussterben wird. Wie lange es dauert, weiß man nicht. Aber dann hat eine geschrieben oder eine geschrieben, ob ich soll so einen Stuss erzählen, ob das reine Vermutung ist oder ob man das beweisen kann. Im Endeffekt ist es für mich Wertschöpfung. Je weniger Auto, das mit Schademo verkauft werden, umso weniger Ladesäulen mit Schademo wird es geben. Das ist eine reine Wertschöpfungsberechnung von Firmen, die sagen, es gibt nur noch ein paar Autos mit Schademo, es werden immer weniger, weil die neuen, die verkauft werden, haben keinen mehr und die alten, die noch da sind, werden dadurch nicht mehr, außer Nissan verkauft noch mit Schademo. Ob das wirklich so bleibt, wird sich rausstellen, weil sehr viele schreiben, der Nissan ist ein schönes Auto, aber wenn er Schademo hat, kaufe ich nicht. Und da wird Nissan handeln müssen. Und wenn sie es nicht tun, werden sie es in den Verkaufszahlen merken und dann werden sie handeln müssen. Ja, und dadurch kommen weniger Schademo auf die Straße. Es fallen ein paar weg, weil sie veraltet sind, weil sie kaputt sind, weil sie einen Unfall gehabt haben, je nachdem. Und dementsprechend wird Schademo in der Fläche einfach weniger werden. Und deswegen werden auch die Schademo-Lader weniger werden. Das ist eine ganz normale Berechnung. Ich würde mich trotzdem nicht abhalten lassen, das Auto gebraucht zu kaufen. Man kann sein Fahrprofil ja erst vorher ein bisschen ermitteln und sagen, brauche ich wirklich einen Schnelllader unbedingt? Und wenn ja, wohin fahre ich? Da gibt es Schademo, kann man schauen. Und wenn es Schademo gibt, ist es überhaupt kein Problem. Ich traue mir mit dem Auto quer durch Deutschland fahren. Kein Problem, geht, funktioniert. Ob es auf Dauer so wird, wird sich rausstellen. Also meine Erfahrung mit dem Auto ist sehr, sehr gut. Tipps für Gebrauchtwagen kann ich in dem Fall nicht viel geben. Nur das, was ich jetzt als normal ansehen würde. Das heißt, wie gesagt, er sollte unbedingt eine Garantie haben. Deswegen die Inspektionen haben, dass er die Garantie hat. Und die Ladung bzw. die einen Akku auslesen wäre nicht schlecht, ist jetzt aber nicht kriegsentscheidend. Das gilt jetzt meines Erachtens nicht nur für den Soul EV, sondern für alle E-Autos. Das teuerste an einem E-Auto ist der Akku und der Akku sollte geschützt sein durch eine Garantie. Und die ist ganz, ganz wichtig, dass die eben noch da ist, die Garantie. Also auf das sollte man unbedingt schauen. Beim Rest wird sie es rausstellen, ob er großartige Schwachstellen hat. Ich habe noch keine gefunden, rein technisch gesehen. Ich habe bemerkt, ich muss mehr bremsen. Also das heißt, man sollte die Bremsen eventuell, die Bremsscheiben anschauen, weil man braucht sie fast nicht mehr, nur noch extrem selten und wenn dann nur absichtlich. Also ich bremse absichtlich dreimal die Woche oder so, wenn ich bei uns den Berg runterfahre, dann schwuppe ich da mit 100 runter und dann bremse ich beim Schild so, dass ich richtig, wenn hinter mir keiner ist, richtig fest drauf gehe, manchmal geht sogar das ABS los, dass ich die Bremsscheiben wieder freikriege. Also da sollte man auch noch darauf achten, weil die sind nämlich auch ja, meistens ein bisschen vernachlässigt. Also das sind jetzt so meine Tipps, die ich euch geben kann. Viel war es nicht, aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Für diejenigen, die noch kein E-Auto haben und vielleicht sich ein E-Auto kaufen wollen. Wenn ihr noch Ideen habt, auf was man unbedingt schauen muss, schreibt es in die Kommentare, denn ich bin nicht allwissend. Dafür bin ich einfach nur wunderschön. Und irgendwas muss man ja haben im Leben, ne? Da, wo man angeben kann. Das war's schon. Es war Ironie im Übrigen. Ne? Das war's schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag, auch wenn es grau in grau ist, habe ich mich passend angezogen. Servus, sagt Locker, euer Focker, die graue Eminenz.